Jetzt ist Wildest Bull startklar. Memühlens Trophy, nächstes Grupperennen am Derbytag. Boxentüren auf hier vor dem NH-Hotel. Und es darf mal applaudiert werden, wenn diese tollen Stuten an uns vorbeikommen. Samara übernimmt die Spitze mit Agneta an der Innenseite, mit Mountaha, die sehr gehfreudig ist in den Händen von Lanfranco de Torri. Außen Wildest Post an der Seite von Enjoy the Dream. Dann innen Lobelli. Dahinter sehen wir dann Sweet Pro. Und am Ende des Feldes galoppiert zunächst einmal Ability. So geht es durch den Horner Bogen mittlerweile hindurch. Samara führt vor Wildest Post an der Außenseite Agneta. Dahinter die Favoritin Mountaha, die sich beruhigt hat. Innen ist es Lobelli vor Enjoy the Dream, dann Sweet Pro und auf Warten geritten von letzter Position Ability mit Beginn der Gegenseite. Sind es noch exakt 1400 Meter, die zurückzulegen sind. Samara und der Champion Burjan Mosabayev zeigen den Weg innen Agneta. Sibylle Vogt, die beiden Pferde von Peter Schürgen, 1-2. Außen Wildest Post, Holly Doyle. Dann Mountaha, die Favoritin Frankie Dettori. Außen Enjoy the Dream mit René Pichulek. Dann die Gruppe mit Lobelli, innen Alex Peach. Außen davon Sweet Pro, Eddie Pedrosa. Und dann Marco Casamento im Idlingen-Dress mit Ability am Ende des Feldes. Die Gegenseite geht es hinunter. Tempo wurde doch deutlich herausgenommen dort von Burjan. Ausgangs der Gegenseite. Samara führt vor Wildest Post. Die liegt auf der Lauer. Dann ist es Agneta vor Enjoy the Dream, vor Lobelli. Mountaha. Frankie muss nachfragen dort. Was ist da los mit Mountaha in sechster Position? Viel hat er nicht in der Hand. Aber mal gucken, was sie finden kann. Dann Sweet Pro. Und dann ist es Ability. Vorne geht die Post ab. Holly sitzt wie im Kino auf Wildest Post. Innen davon Samara. Dann Agneta, dann Enjoy the Dream, dann Lobelli an der Innenseite. Mountaha ist unter einem schwersten Druck. Frankie muss zaubern, wenn das gehen kann. Wildest Post ist erstmal weg hier mit Holly Doyle. Wildest Post vor Samara. Enjoy the Dream läuft ein Riesenrennen. Dann an der Innenseite Mountaha, die jetzt anpackt. Aber Wildest Post lebt zunächst einmal von ihrem Vorteil. Wildest Post, außen rollt Ability heran. Mountaha an der Innenseite mit der dritten Luft. Aber Holly hat sie es geklaut mit Wildest Post. Sie hat es geklaut. Holly Doyle und Wildest Post gewinnen die Memühlens Trophy gegen Mountaha, gegen Ability, Enjoy the Dream, Samara, Lobelli, Agneta und Sweet Pro. Ja, vielen Dank, Thorsten. Endgültiger Einlauf und Quoten für die Memühlens Trophy. Siegreich die 8, Wildest Post, Holly Doyle. Zweites Feld war die 5, Mountaha. Dritter die 1, Ability, Marco Casamento. Vierter die 3, Enjoy the Dream. Und fünfter die 6, Samara. Dazu die Quoten. Wildest Post zahlt auf Sieg 5,30 Euro. Die Platzquoten 1,50 Euro, 1,20 Euro und 2 Euro. Die Zweierwette 8,5 zahlt 8,60 Euro. Und die Dreierwette 8,51 Euro, 55,30 Euro.